Vater, wir danken dir von Herzen für den heutigen Sonntag. Halleluja, ein Siegestag, der erste Tag der Woche, wo wir einfach deine Gegenwart genießen, gemeinsam. Danke, dass du am Wirken bist unter uns. Danke, dass du, Jesus, jetzt verherrlicht bist durch jedes Wort, das ich spreche, dass du in unseren Augen noch viel mehr Bedeutung bekommst und du einfach so ein wunderbarer Gott bist für uns, Herr. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen. Wie könnte es anders sein, dass ich diesen Sonntag nicht über das spreche, über den Schutz Gottes? Die ganze Welt ist voll Panik im Moment, voll Finsternis, voll wirklich Besorgnis. Ihr wisst schon, ich spreche das Coronavirus an, das überall jetzt ein wichtiges Thema ist. Aber heute musst du wissen, es gibt keine Angst bei uns. Amen. Wir sind durch seine unverdiente Gunst sind wir geschützt. Und jetzt ist wirklich an der Zeit, dass wir ernst machen mit dem Wort oder noch ernster glauben und ganz klarer glauben, dass der Herr die Seinen, die Verheißung vom Psalm 91, ist für sein Volk. Er hat es nie versprochen für die Welt. Jesus muss der Herr sein. Deswegen unterstützen wir Missionare, deswegen reden wir auf der Straße zu Menschen, die Jesus noch nicht haben. Es geht hier um den Bund, den wir mit Gott haben. Gott hat es so entschieden in seiner Souveränität, dass er der Herr ist und dass wir ihn zum Herrn machen, damit er regieren kann in unserem Leben. Es gibt keinen anderen Weg. Wir haben das erkannt, wir haben ihn zum Herrn gemacht. Und unsere Aufgabe ist es, ihn zu verkünden, jeden Sonntag, wo immer wir sind, das Evangelium der Gnade Gottes den Menschen weiterzugeben. Darum es ist so wichtig, dass wir einfach Kontakt haben mit der Welt und dass Menschenherzen berührt werden, dass sie realisieren, sie brauchen Jesus Christus. Er ist der einzige Retter aus dieser Situation. Also es ist wirklich ganz, ganz wichtig. Corona heißt ja Krone auf Spanisch und es gibt ja auch ein Corona-Bier. Aber von dem reden wir jetzt nicht. Aber mir kam einfach so ein Begriff, dass wir diesem Virus heute in unseren Augen die Krone nehmen. No more rain in our lives. No! In Jesus' name. Wir müssen lernen, den Fuß auf dem Boden zu halten und wirklich einen Stand einzunehmen. Bei mir nicht, ich bin geschützt. Denk ja nicht, Schutz ist automatisch, obwohl er uns gehört. Er ist nicht automatisch. Wir müssen glauben, weil es ist durch seine Gnade offeriert. Gnade ist ein Geschenk, unverdiente Gunst. Und nur durch den Glauben haben wir Zutritt zu der Gnade. Also wir müssen glauben dafür. Genau so ist es. Genau so ist es. Aber heute soll jede Panik gehen. Jede Ungewissheit, jede Angst muss uns verlassen. Dieses Virus hat keine Macht über uns. Wir sind bewahrt und beschützt. Und es ist mein Gebet, dass wir alle ganz konsequent glauben, ganz souverän glauben. Es ist so, dieses Virus ist nicht mehr als irgendetwas anderes für uns. Amen. So können wir sagen, mein Immunsystem ist wirklich gut, meine Abwehr stimmt, es wird nicht zu mir kommen, es wird nicht zu den meinen kommen, dass wir heute lernen, einen Stand einzunehmen, den wir beibehalten und den wir ständig jetzt auch durch den Psalm 91 wieder erfrischen und einen Glauben aufbauen. Dass diese Angst, die kommen will durch all diese Nachrichten, es muss den Griff an uns verlieren in Jesu Namen.
Amen. Amen. Sei kühn und stark. Amen. Lass dich wirklich aufbauen vom Heiligen Geist und vom Wort, dass du vollkommen überzeugt bist, dass Jesus, dass Gott zu seinem Wort steht. Amen. Jeder Zweifel muss gehen. Alles, alle diese Angstmacherei, sie ist nicht für uns. Ich verstehe die Welt, ich verstehe die. Erst jetzt sind ratlos. Sie haben kein Medikament, es gibt keine Impfung. Und es wird noch mehr solche Dinge geben, weil es ja auch steht, was so in der Übergang zu dieser Tribulation-Zeit, wo wir jetzt am Übergang sind, was alles noch geschehen wird. Denke ja nicht, es wird besser mit der Welt. Es wird schlechter. Aber wir können in unserem Umfeld wirken. Jesus ist das absolut Allerwichtigste, das wir den Menschen weitergeben können. Und mit ihm verknüpft, er ist das Wort. Und Gott lügt nicht. Gott kann nicht lügen. Halleluja. Und darum baue dich auf mit diesem Wort. Ich habe so eine... Ja, ein Vorschlag vielleicht, wenn du nicht genau weißt, wie das hier mal ist, da sind es drauf, der ganze Psalm 91, der Schutzpsalm, wie man so sagt. Aber wenn wir zum Beispiel jeden Tag, jeder für sich, ein Vers, nimm ein Vers, weil jeder Vers ist so von Kraft geladen, dass du ihn auswendig kannst mit der Zeit. Nimm ein Vers und sag den immer wieder und bete den immer wieder für dich. Jeden Tag einer dazu. Schreib es auf, lass es liegen dort, wo du täglich vorbeigehst. Im Bad einer, auf dem Tisch einen, in der Küche einen. Nimm den Psalm, dass du ihn so im Herzen hast und auf den Lippen hast, dass wenn Zweifel kommen, wenn du Nachrichten hörst oder so und jemand wieder irgendwie dir Angst machen will, ich verstehe die Leute, dass du dann gleich entgegentreten kannst und sagst, der Herr ist meine Burg. Der Herr erlöst mich aus diesem. Sei mutig und bekenne das vor den Menschen, dass du auch vielleicht durch das Zugang zu ihnen hast für ein Glaubensgespräch. Dass sie sehen, du bist unerschrocken in dieser Welt. Jesus hat für uns gebetet, Vater, bewahre sie in dieser Welt. Wir haben einen Auftrag, wir können es gar nicht leisten, krank zu sein. No, never. Sag einfach, komm, nein, lass die Gedanken gar nicht aufkommen. Amen. Amen. Halleluja. Also, wir reden jetzt über den Psalm 91, ein Teil, also es ist natürlich so viel da drin, aber ein paar Punkte, die ich einfach ganz speziell herausgepickt habe oder vom Herrn betont bekommen habe, sagen wir mal so, dass wir die heute betrachten. Im Vers 5, also Vers 5. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor den Schrecken der Nacht, vor den Pfeilen, die bei Tag fliegen, vor der Pestilenz, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Da diese Worte, die ich unterstrichen habe, Schrecken der Nacht, Pfeile, Pestilenz, Finster, im Finstern, Seuche, das tönt doch ganz genau nach eben all diesen Viren und Bakterien, die heute zunehmen. Oder? Es tönt einfach furchterregend, sagen wir mal. Aber genau da sagt der Herr, du brauchst dich nicht zu fürchten. Also die Frage ist jetzt, was sagst du? Der Herr sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten. Was sagen wir? Ich fürchte mich nicht vor den Schrecken der Nacht. Ja, ist das nicht vermessen? Ist es vermessen, wenn wir dasselbe sagen, wie Gott uns sagt? Nein, das ist Glaube. Es geht gegen unseren Verstand vielleicht. Aber du darfst es nehmen. Mutig.
und proklamieren, dann wird dein Glaube wirksam, wenn du es in deinen Mund nimmst. Und wie das Lied vorher, sing a little louder, sing a little louder, rede a little louder, leg Autorität in deine Worte, leg Glauben in deine Worte. Wenn du selber nicht glaubst, okay, dann musst du deinen Glauben aufbauen. Und es hilft, wenn wir täglich es sagen, Herr, du hast recht, ich danke dir für dein Wort. Danke, ich muss mich nicht fürchten, du sagst es. Ich beuge mich vor dir, ich demütige mich vor dir, du hast recht, du kannst nicht lügen. Dass alle Zweifel gehen müssen, aller Unglaube muss verfliegen. Amen. Mach etwas. Wir sind immer noch am Anfang vom neuen Jahr. Mach einen Schritt im Glauben. Fahr nicht gleich weiter wie vorher. Es ist ja alles gut, wunderbar, aber leg einen Sacken drauf und schaue dazu, dass ein Feuer brennt. Ohne Feuer bist du am... Es ist gar nicht lustig. Ohne Feuer. Wir brauchen Feuer. Gell, Oli? Wir brauchen Feuer. Und da bist du zuständig. Du musst das Feuer anfachen. Du musst in Zungen beten. Du musst etwas tun. Wir können nicht so lauwarm, so lätschen, so ein bisschen durchschlängeln uns im Glauben. Das ist so ein Christentum, das nicht lustig ist. Mach etwas. Mach einen Schritt. Nimm etwas vor. Du musst natürlich alles nicht, aber es ist einfach so viel spannender und besser. Und der Herr ist mit dir. Du hast den Heiligen Geist in dir. Come on. Halleluja. Tanz ein bisschen in deiner Wohnung. Sing a little louder. Sing ein bisschen lauter. Sing ein bisschen lauter. Amen. Einfach. Und du wirst du sehen, wie der Heilige Geist Freude hat und mitmacht. Und plötzlich fühlst du dich so viel besser, dass du denkst, wie konnte ich vorher überhaupt nur so weitermachen? Es tut einfach gut, wenn man mal etwas Neues macht. So schön wie es ist, mal einfach ein neues Kleid zu kaufen oder eine neue Wohnung zu haben oder ich habe einen neuen Thermos gekauft für unseren Kaffee. Habe Freude am Thermos. Ist ja gleich, aber mach etwas. Ja. Amen. Ja. Du weißt es selber, was dir gut tut. Neuer Lippenstift. Yeah, wir sind doch Frauen. Come on. Ja, Halleluja. Jetzt kommt der Hammer. Wenn wir das dann lesen, das ist jetzt wirklich überheblich. Vers da. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, dir naht sie nicht. Das ist das, was du sagst. 1000 fallen. Zu meiner 1000 fallen und 10.000 zu meiner Rechten. 10.000, wow. Es ist einfach so in der Welt. Schau für dich, dass es dir gut geht. Bet für die anderen, proklamiere Jesus und schau, dass deine Familie unter dem Blut Jesu ist. Es ist alles wegen seinem Blut. Halleluja. Aber Gott ist so ein großherziger Gott. Er gibt dir viele Menschen. Verstehst du, in deine Arche hinein? Wenn du Ausschau hast nach ihnen. Übrigens, diese Frauentreffen, nimm irgendwelche Frauen mit, wenn du möchtest. Es ist nicht nur für Gläubige. Alle Frauen sind willkommen. Nur mit deinen Augen wirst du zusehen, schauen, wie die Gottlosen, wie den Gottlosen vergolten wird. Das klingt auch sehr, ja, das habe ich früher nie gerne ausgesprochen und gelesen. Es klingt ein bisschen brutal, aber weißt du, Gott ist ein Gott des Bundes. Wenn wir nicht einen Bund haben mit ihm und der ist durch Jesus Christus, dann gehören wir zur Welt und die haben einen anderen Gott und darum ist es so, beschrieben halt, gottlos, ohne den wahren Gott. Amen. Nur, dass du das richtig verstehst. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuflucht,
Den Höchsten hast du zu deiner Schutzwehr gemacht. Es wird dir kein Unglück zustoßen und keine Plage wird sich deinem Zelt nahen. Das ist so etwas von extrem. Aber weißt du, du wirst auch extrem geschützt sein. Sei extrem. Du kannst trotzdem voller Liebe, voller Barmherzigkeit sein. Jesus war extrem. Oder? Wir können nicht der Welt gefallen. Wir können nicht anderen Menschen gefallen. Wir wollen Gott gefallen. Und jemand, der sein Wort liebt und sein Wort schätzt, ist wohlgefällig vor Gott. Amen. Also du sagst, der spricht, oder? Der spricht. Der Herr ist meine Zuflucht. Es ist gut, Ärzte zu haben, Medikamente zu haben. Wir alle haben ab und zu Ärzte und Medikamente. Keine Verdammnis, keine Anklage. Aber sie sind nicht Gott. Niemals. Du sprichst, der Herr ist meine Zuflucht. Der Herr ist mein Gott. Er wird mich retten aus dieser Situation. Er bewahrt mich, nicht meine guten Vitamine. Er bewahrt mich. Nehme trotzdem Vitamine. Verstehst du? Aber es ist nicht deine ultimative Lösung. Der Herr ist es. Amen. Amen. Der Herr ist meine Zuflucht. Und dann steht, den Höchsten hast du zu deiner Schutzwehr gemacht. Ich meine, wenn Gott bewahrt, der ist bewahrt. Er ist die Schutzwehr. Sprich das aus. Proklamiere das über deine Familie. Durch das Blut Jesu Christi. Wir wissen, dass auch die Verse, zum Beispiel in Apostelgeschichte 16, Vers 31, wo es heißt, Glaube an den Herrn, ist nicht dort drauf, Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet. Es ist wie unser Haus, im weiteren Sinn auch gemeint, Mensch, mit dem du zu tun hast. Da sehe ich wieder Cornelius, der einfach alle Leute zu sich nach Hause eingeladen hatte. Sie hatten sich dann alle bekehrt, als Petrus daherkam. Er war einfach großzügig, hat gesagt, alle Verwandten und Bekannten, alle, er hat sein Haus gefüllt, als Petrus kam und die Botschaft gab. Aber eben du und dein Haus sollen errettet werden. Gott hat sie schon speziell im Visier und speziell bewahrt und beschützt wegen dir. Darum bist du so eine Schlüsselperson für deine Leute, mit denen du zu tun hast. Und insbesondere natürlich die Familie, die Kinder, Onkel, Tante, alles. Wir sehen das auch bei Rahab. My goodness, was sie gesagt hat. Aber wenn ihr die Kundschaft, wenn ihr diesen roten Faden, dieses Seil seht, und das repräsentiert ja wiederum den Bund, das Blut Jesu, wenn ihr den seht, müsst ihr alle verschonen, wo in meinem Haus ist, hat sie den Kundschaften gesagt. Und sie war eine Prostituierte. Und sie hatte noch keinen Bund mit Jesus. Sie hat erst sich nachher bekehrt. Rahab. Sie haben alle bewahrt, die Angehörigen, die Leute, einfach alle, die im Haus drin waren, wurden bewahrt und nicht, und sie wurden verschont vor dem Fall von Jericho, weil die ganze Stadt wurde einfach ausgelöscht. Aber nicht das Haus von Rahab. Die haben sie verschont. Siehst du, dieser Bund mit unserem Gott, der ist gewaltig. Was glaubst du? Was sprichst du? Unsere Worte haben Macht und Schutz ist nicht automatisch. Schutz ist nicht automatisch. Wenn du da Kompromisse hineinlässt, gibst du dem Feind Raum. Ja, ich bin nicht so sicher. Ja, das ist extrem. Sprich ja nicht so als Christ. Gib Vollgas. Hey, come on, gib Vollgas ins neue Jahr hinein. Und es lohnt sich, weil du stärke deinen Glauben. Werde stark am inwendigen Mensch. Weil Gott wirkt durch diese Kraft im inwendigen Mensch, dass du
Power hast im inwendigen Mensch, um überhaupt den Anforderungen im Leben gerecht zu werden. Wenn wir schwach sind im inwendigen Menschen, dann fehlt es uns. Aber wir können diese Gebete beten füreinander. Aber du musst ja auch selber beten, dort vom Epheser 3. Paulus geht auf die Knie. Er sagt, meine Trübsale, die sind nicht so schlimm, es ist zu eurer Ehre. Aber ich gehe auf die Knie und ich bete zum Vater, dass er euch stärkt und Kraft gibt, am inwendigen Mensch, durch seinen Geist. Dass die Gebete von, die Heilige Geistgebete für die Church, die sind so wichtig. So wichtig. Manchmal können wir einfach das Gute vom Herrn fast nicht ergreifen und packen, weil wir zu schwach sind am inwendigen Mensch. Darum bete dieses Gebet. Bete auch Epheser 1, habe ich letzten Sonntag erwähnt, wo die Augen unseres Herzens erleuchtet werden, damit wir verstehen, damit wir erkennen. Paulus betet es immer wieder für die Gemeinde. Er sagt, er hört nicht auf. Wir hören nicht auf. Es hat alles damit zu tun. Christsein ist wirklich nicht lustig, wenn wir schwach sind im Glauben. Keine Verdammnis. Gott liebt dich genauso und du bist errettet. Aber hey, Gott will dich weiterbringen. Du hast einen Auftrag in dieser Welt. Du hast eine Bestimmung. Geh dem nach dieses Jahr. Was ist wirklich in deinem Herzen? Wo möchtest du dienen? Was möchtest du machen? Nimm das, bring es vor den Herrn, sag, das ist das, was in meinem Herzen ist. Und Gott hat es hineingelegt. Amen. Bete im Heiligen Geist darüber, dass er dir die Schritte zeigt. Niemand kann das für dich herausfinden. Das musst du wissen. Amen. Halleluja! Diese Plagen, die kamen da beim Volk Israel, bevor der Pharao sie ziehen, 10 Plagen, werden Sie gleich ein paar anschauen. Aber wegen dem Blut der Plage starben die Fische. Die erste Plage war, dass Mose kam, seinen Stab ausgestreckt hat. Gott hat ihm gesagt, streck ihn aus über das Wasser. Und das Wasser im Nil wurde zu Blut. 3 Tage lang, stell dir mal vor, kein Wasser. Alles war Blut. Man kann ja Blut nicht trinken. Stell dir mal vor, das Blut dieser Plage ließ alle Fische sterben. Ließ das Volk, ich weiß nicht, viele starben wahrscheinlich, aber durch das Blut des Lammes der letzten Plage wurde sein Volk errettet. Halleluja, Passa. Ist das nicht genial? Also es ist ja schrecklich genug, aber ja. Er wollte sie nicht gehen lassen, Pharao. Wir schauen einmal etwas ganz Wichtiges an, weil diesen Unterschied, den eben Gott gemacht hat zwischen der Welt und den Christen oder seinem Volk. Wir lesen im 2. Mose 8, Vers 22, das ist die Plage von den Hundsfliegen, das war auch so eine Plage. Und ich will an demselben Tag mit dem Land Goshen, da mein Volk wohnt, etwas Besonderes tun, dass keine Hundsfliegen daselbst seien, damit du erfahrst, dass ich der Herr inmitten des Landes bin. So will ich eine Scheidung setzen zwischen meinem und deinem Volk. Morgen soll das Zeichen geschehen. Und der Herr tat also, und eine Menge Hundsfliegen kamen in das Haus des Pharaos und in die Häuser seiner Knechte, ja, über ganz Ägyptenland, und das Land ward von den Hundsfliegen verseucht. Verseucht. Aber das Wort eine Scheidung, ich will eine Scheidung machen. Goshen ist dieser eine Teil, die hatten das damals bekommen, wo nämlich Josef noch gewohnt hat.
Der zweite war in Ägypten neben dem Pharao, als Josef dort am Ruder war, weil er Gunst hatte, weil er diese genialen Träume hatte und wusste, was zu machen ist, wegen diesen 7 Jahren Hungersnot und 7 fetten Jahren. Und er war einfach der Held. Der Pharao hat ihm sogar Erretter gesagt. Die Leute sagen nämlich, er ist der Erretter der Welt. Sein Bild auf Jesus, okay? Aber als dann der Vater Jakob mit seinen Geschwistern, mit den Geschwistern von Josef, dann auch nach Ägypten kam, hat der Pharao das Beste von Ägypten, nämlich Goshen, das Land Goshen, ihnen gegeben. Dort wohnten sie. Und jetzt macht der Herr immer diese Trennung, diese Scheidung. Und Division, und das Wort im Hebräischen ist Pedus, und bedeutet auch eine Rettung. Die Scheidung bedeutet wie eine Rettung. Okay? Wir schauen noch an die Viehseuche, 2. Mose 9, Vers 4. Und der Herr wird einen Unterschied machen zwischen dem Vieh der Israeliten und dem Vieh der Ägypter, dass aus allem, was den Kindern Israel gehört, kein einziger sterbe. Siehst du den Unterschied? Kein einziger sterbe. 10 Plagen, das haben wir von den Hundsfliegen gehört und von der Viehseuche. 2. Mose 9, 26. Nur im Lande Goshen, wo die Kinder Israel waren, hagelte es nicht. Schrecklicher Hagel kam. Das war eine der Plagen. Und dann noch wegen dem Licht und Finsternis, 2. Mose 10, 21 bis 23. Und der Herr sprach zu Mose: Strecke deine Hand gen Himmel, dass es im Ägyptenland so finster werde, dass man die Finsternis greifen kann. Da streckte Mose seine Hand gen Himmel und es ward eine dicke Finsternis in ganz Ägyptenland 3 Tage lang. Das während 3 Tagen niemand den anderen sah, noch jemand von seinem Platz aufstand. Aber bei allen Kindern Israel war es hell in ihren Wohnungen. Seht ihr den Unterschied? Seht ihr den Unterschied? Das ist das, was der Herr macht. Wir haben mit Licht und Finsternis auch im Zusammenhang von den anderen Botschaften, das Licht der Welt, euch das erklärt. Das ist genau das, was passiert. Du siehst es nicht, du hast keine wirklich im Natürlichen vielleicht ein Beweis, dass es so ist, aber weißt du was? Das Wort Gottes ist unser Beweis. Das Wort Gottes ist unser Beweis. Es soll dir reichen. Und du, wenn du gehst mit dem Herrn und mit dem Wort, dann wirst du mit der Zeit sehen, er hat recht, es funktioniert. Und du wirst kommen mit Zeugnissen am Sonntag, weil es funktioniert. Amen. Und das meiste, was ich weiß, es funktioniert so gut, weil wir fast keine Zeugnisse haben von schrecklichen Dingen, wo wir daraus errettet wurden, weil wir ständig gerettet werden, weil wir ständig beschützt sind, weil Engel am Werk sind, weil die Engel Gottes, die uns gegeben sind, die warten nur auf das gesprochene Wort und sie gehen an die Arbeit. Sie sind gehorsam der Stimme seines Wortes, Psalm 103. Die Engel sind absolut involviert in unserem Leben. Ich habe neulich gebetet für Oli am Abend und am Mittwochabend und ich weiß, plötzlich sah ich wieder einfach so, wie viele Engel um sein Bett standen. Hat das Richtige im Geist. Wir haben Engel, die sind unsere Diener, wollen nicht mit ihnen kommunizieren, das macht Gott, aber es ist so. Gute Engel. Amen. Halleluja. Sie, auch im Psalm 91 kommen Engel vor, dass sie eben uns bewahren und führen. Genau. Das macht der Herr schon richtig. Aber wer ist jetzt deine Schutzwehr? Was sagst du? Ja, ich habe so einen guten Arzt. Wenn du den hättest, super Arzt. Bevor du schwärmst, überlege dir, wer ist deine Schutzwehr? Kann dich ein Arzt erretten? Kann dich ein Arzt befreien? Kann dich ein Arzt heilen?
Never. Er kann Symptome bekämpfen, er kann Linderung geben, er kann dein gebrochenes Bein einschienen. Das ist alles super. Aber er ist nicht Gott. Und er ist kein Heiler. Obwohl viele sich ausgeben, so Geistheiler, als was sie da alles können, kann schon sein. Man kann auch mit schwarzen Mächten zusammenarbeiten und gewisse Resultate machen. Aber da kommt eine Retourkutsche, wenn man sich ins Okkulte hineinbegebt. Und das wollen wir vermeiden. Amen. Weil diese Geister sind sowieso besiegt. Wir müssen nicht einmal Angst haben vor diesen Dingen. Aber lass dich nicht ein in diese Dinge. Halleluja. Wir haben den höchsten Gott. Er ist unsere Schutzwehr. Darum sagen wir das auch. Wir proklamieren es. Wir beharren darauf. Amen. Amen. Sei voll Feuer. Amen. 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 Heute kannst du ihn zu deiner Schutzwehr machen. Offiziell kannst du heute wie dir sagen, von jetzt an. Das ist manchmal gut, wenn man es hört, kann man sagen, von jetzt an werde ich das immer behaupten. Ich weiß, du machst das. Roland nickt. Man muss es behaupten. Es nützt nichts, was in der Bibel steht. Die Bibel muss da hinein. Du bist ein Walkie-Talkie. Du sprichst. Du proklamierst. Du behauptest. Amen. Halleluja. Praise the Lord. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und im Schatten des Allmächtigen wohnt, der spricht. Der spricht. Wer wohnt beim Herrn, der spricht. Amen. Das ist ja der Anfang vom Psalm 91. Wie können wir sicher sein, dass das wirklich funktioniert? Wie können wir sicher sein? Jetzt werden wir von unverdienter Gunst sprechen und das ist der Schlüssel. Es ist keine Leistung da drin. Keine Leistung. Schutz ist ein Segen. Okay? Weshalb sind wir gesegnet? Aufgrund von was sind wir gesegnet? Ja, aufgrund von Jesus Christus. Versteht ihr? Ich habe jetzt einen anderen Tonfall. Wir sind gesegnet durch Jesus Christus. Und Schutz ist einer der Segen, wie Heilung ist, Versorgung ist. Es ist verheißen, es ist ein Geschenk. Was heißt das? Wir können es nicht verdienen. Schutz kannst du nicht verdienen. Schutz gehört dir. Du kannst du so kühn sein wie der Löwe. Der Löwe. Der King. Der King of the Animals. Du bist einfach, du herrschst durch Worte mit Jesus Christus. Amen. So kannst du hundertprozentig sicher sein. Da kann man schreien, ja, aber wenn sie funktioniert, ja, aber ich kenne den und ja, warum das und früher und so. Ich weiß, diese Gedanken haben wir alle, aber lerne auch im neuen Jahr da einen Schritt zu machen und schau nach vorne. Heute ist ein neuer Tag. Heute, also neue Möglichkeiten. Und es ist wie ein kleines Kind, das lernt laufen. Ich stehe einfach wieder auf. Wiederumkeit. Einfach aufstehen. Die kleinen Kinder stehen immer wieder auf. Sie werden nicht enttäuscht, weil sie am Boden liegen oder so. Ja, manchmal gibt es Tränen, aber selten eigentlich stehen sie immer wieder auf und lernen laufen. Nicht, dass du ein Kind bist, aber wir alle sind am Lernen.
Und wir stehen einfach wieder auf und lassen keine von diesen Gedanken, warum und wieso und so, das ist alles nur Zweifel. Das behindert uns, das ist Unglaube. Sing a little louder. Sing ein bisschen lauter. Gerade im Angesicht von diesen Umständen, sing einfach lauter. Glaube ist einfach so etwas Geniales, was wir von Gott bekommen haben. Es ist auch ein Geschenk, sein Glaube, dass wir einfach nicht auf Umstände schauen müssen. Umstände werden verändert durch unseren Glauben. Amen. Durch die Wahrheit des Wortes Gottes. Wenn wir das Richtige glauben, also das Richtige sprechen. Amen. Danke, Herr Jesus. Halleluja. Also Schutz ist ein Riesensegen. Und was heißt das? Wir können es nicht verdienen. Es ist unverdiente Gunst. Da kann man wirklich nur Amen sagen oder so ist es. Oder auch ich empfange diesen Schutz. Sag das einfach häufig auch zu deinem Herrn. Herr, ich empfange den Schutz. Heute bin ich geschützt. Du gehst mit mir überall. In mir gehört der Schutz. Das ist der Segen von dir. Ich danke dir, Jesus. Einfach reden. Danke. Lobpreisen. Und alle Finsternis muss gehen. Alle finsteren Gedanken müssen gehen. Mehr und mehr. Mehr und mehr. Mein Lobpreis ertönt, heißt es im Lied. Im Römer 5, 1 bis 2, da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Jetzt hör gut zu. Durch welchen, also durch Jesus Christus, wir auch im Glauben Zutritt erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Wie wird die Gnade aktiv? Durch den Glauben. Ja. Es ist ein Geschenk, aber Glaube heisst ja es empfangen. Sagen Amen, danke Herr, ich empfange es. Heute, wenn du beten lässt für Heilung oder so, der springende Punkt ist, wenn man Menschen die Hände auflegt, dass sie in dem Moment auch empfangen, dass sie glauben, sie haben empfangen. Nicht, ja, das ist nichts genützt, ich spüre nichts. Okay, there you go. Ich empfange. Glaube schaut nicht auf Sichtbare. Wir glauben, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Glaube ist aber am Wirken und es wird sichtbar. Und dann musst du nicht mehr glauben, dann hat es sich manifestiert. Es bis in der Schule des Heiligen Geistes, also sei nicht ermutigt, aber einfach einen Zacken drauflegen, das kann allen nur gut tun. Wir herrschen durch klare, bestimmte Worte Gottes in unserem Leben. Eben Worte vom Psalm 91. Wie herrschen wir? Wenn man das Wort herrschen hört, denkt man an ein Land, wo ein Diktator ist und so. Aber es ist niemals die Idee von Gott, dass wir über Menschen herrschen. Es geht um Umstände. Es geht um all das, was gegen das Wort an uns ankommen will. Wir können Autorität einnehmen, aber das geschieht immer durch klare Worte. Nicht viele Worte, klare Worte. Und dann ist es erledigt. Und wenn es wiederkommt, dann dank zu dem Herrn. Es ist geschehen. Amen. Dass wir eben im Leben herrschen, das steht in unserem wunderbaren Römer 5, 17, den ich einfach als Grundlage habe. Meinem Leben, denn wenn infolge des Sündenfalls des einen, da ist Adam damit gemeint, des einen, der Tod zur Herrschaft kam, durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen,
im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Das sind so Verse, die auch viel Überlegung und darüber nachsinnen bedürfen. Und plötzlich wird es klarer und klarer und klarer. Wir herrschen durch den Überfluss der Gnade. Eine der Gnaden ist Schutz, weil wir Schutz bekommen haben. Gabe der Gerechtigkeit, das habt ihr sicher wirklich verstanden, dass wir gerecht gesprochen sind. Es ist absolute, unverdiente Gunst. Wir herrschen. Wir herrschen im Leben. Wir gehen zurück zu Psalm 91, Vers 13, um das zu erklären. Da steht dann plötzlich, auf Löwen und Ottern wirst du treten, junge Löwen und Drachen. Das sind Finsternismächte. Du wirst sie zertreten, deine Füße sind da unten, nicht da oben. Du wirst einfach sagen, nein, Devil, hau ab. Du musst auf den Boden stampfen, du musst Autorität einnehmen. Nicht unbedingt das Stampfen, aber es ist ein Ausdruck von, du hast es verkapiert. Du musst deinen Fuß, put the foot down, sagt man im Englischen, wenn es um deine Familie geht. Du musst Autorität annehmen, du musst sagen, Devil, this is the bloodline. Da ist die Blutlinie, da kommst du nicht drüber, das ist mein Haus, das ist meine Wohnung, das sind meine Kinder, also geh. Du musst es tun, niemand anders macht das für dich. Wenn du angegriffen wirst, musst du einen Stand einnehmen, die Löwen und Ottern. Und Jesus sagt es im Lukas 10, 19, genau das. Ein bisschen an. Siehe, ich habe euch Vollmacht verliehen, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch beschädigen. Hey! Die Jünger, die das gehört haben und praktiziert haben, die waren nicht einmal von neuem geboren. Und wir sind eine neue Kreatur. Und es hat funktioniert bei denen. Aber Gott sagt es auch eben zu uns, siehst du. Auch da sind Schlangen und Skorpione. Skorpione, jetzt ist nicht die natürlichen gemeint, also muss auch nicht unbedingt streicheln, aber wir haben sie nicht gern. Wir haben sie nicht gern. Amen. Wir fliehen von denen. Paulus wurde auch auf Malta von einer Schlange gebissen. Er nahm so Reisig, um ein Feuer zu machen, dort auf dieser Insel mit den Einheimischen. Er nahm Reisig und wumm, da war eine Schlange drin und biss ihn. Und alle Einheimischen haben gesagt, aha, jetzt wissen wir, jetzt wollen wir schauen, jetzt stirbt er dann gerade. Da haben wir genau gewusst, wer du bist. Das ist Gottes Gericht über dir oder so ähnliches haben sie. Aber was hat er gemacht? Hat die Schlange einfach weggeschleudert. Und wahrscheinlich wirklich auch das geglaubt und praktiziert. Und nichts ist geschehen. Dann hat sich die ganze Insel bekehrt. Bekehrt sich. Und dann ging er doch noch zum Haus Publius, oder wie der heißt, der Vater von Publius war krank. Der hat auch noch gerade geheilt. Halleluja. Ganz am Ende von der Apostelgeschichte. Ich liebe die Apostelgeschichte. Das ist einfach so cool. So mega. Hey, schreib ein Kapitel. Okay? Du schreibst das nächste Kapitel. Jeder von uns hat ein Kapitel zu schreiben mit unserem Leben. Was geschieht? Derselbe Heilige Geist ist in uns. Derselbe Heilige Geist. Halleluja. Amen. Manchmal muss man wirklich, wenn man betet oder so, wenn Dinge kommen und du bist vielleicht alleine in der Wohnung, da kannst du so gut praktizieren, dass du einfach laut sagst, ich stehe auf den Zweifel, du bist einfach besiegt in Jesu Namen. Angst, du bist besiegt. Unglaublich, hau ab von mir. Ja, das muss man einfach wirklich absolut praktizieren. Der Schutz ist nicht nur in der Not. Also das ist wirklich ein wichtiges Gebet, dieser Psalm 91 und diese kleinen Dinge. Da ist
Diese Buchzeichen, da habt ihr es ganz nah in der Bibel, könnt ihr das haben, im Psalm 91, das ist immer bei euch oder in der Handtasche. Aber einfach wirklich, ich meine, ich habe so viele Zeugnisse von Schutz von früher, aber das Wichtigste habe ich vorher gesagt, wir sind so viele Male bewahrt worden, wir wissen es gar nicht, weil wir eben Psalm 91 glauben und praktizieren in dem Sinn. Und immer wieder danken dafür. Also eigentlich hat der Feind keine Macht über uns. Aber wir wollen ihm keine Macht geben mit unserer Zunge. Wir können ihm Macht geben. Er will eigentlich nur eines, hat Ausschau nach deiner Zunge, der Feind. Der Feind hat Ausschau nach deiner Zunge. Was sagst du? Was sagst du? Gib ihm deine Zunge nicht, sondern sprich das Wort, reverse the curse. Dreh den Fluch um, der kommen will. Wirf es ihm weg, mit ihm soll einfach dich verlassen, musst du ihm sagen, im Namen Jesus. Weißt du, ich habe einen Psalm entdeckt gestern, ich meine, ich kenne den gut, aber in dem Zusammenhang, und zwar von der neuen evangelistischen Übersetzung, das möchte ich jetzt noch zum Abschluss, dass wir auch wissen, dieser geheime Ort, wer unter dem Schirm des Höchsten ist und im Schatten des Allmächtigen wohnt, der spricht. Das ist ein ganz intimer Ort mit dem Herrn. In the secret place heißt es. He who dwells in the secret place. Im Englischen heißt es der geheime Ort. Das Versteck. Du bist eigentlich versteckt vor dem Feind. Es ist genau das, auch Flügel kommen vor. Er wird mich mit seinem Fittich decken, obwohl Gott ja keine Flügel hat, aber es ist ein All-Round-Protection gemeint. Und der Vergleich mit Flügeln ist einfach ein perfekter Vergleich. Jesus sagt im Neuen Testament, in Matthäus, oh Jerusalem, Jerusalem, wie habe ich von Herzen nach verlangt, dich zu sammeln, wie eine Henne ihre Küken sammelt, wie ein Huhn mit der Bibel, also mit der Küken. Das ist das Bild. Und da ist doch eine Geschichte, die kennt ihr sicher, wo ein Bauernhof abgebrannt ist, alles Rübisch und Stübis war einfach abgebrannt. Und der Bauer ging dann, als alles vorbei war und nur noch Asche und noch so ein bisschen Rauch, als der Asche aufkam, ging er da herum und war natürlich ganz traurig, hat sich das alles angeschaut. Und da sieht er so verbrannte Flügel von einem Huhn und hat so ein bisschen geschaut. Und was kam hervor? Küken, die lebten. Hey! Und so die Henne hat zuerst ihre Kleinen bewahrt. Und die lebten noch. Ist es nicht wunderschön? Ist im Buch von Joseph Prince über den Schutz. Da drin ist es. So schön. Und genauso ist Gott. Gott schützt dich, schützt uns so sehr. Diese Bilder helfen uns einfach zu sehen, die Liebe und Güte Gottes, die er für uns hat. Also es ist absolut dieser geheime Ort. Das kommt so schön in dem einen Psalm 63, wo wir lesen hier. Ja, deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen sollen dich loben. Ich preise dich mit meinem Leben. Erhebe meine Hände zu dir im Gebet. Wie bei einem Fest machst du mich satt und froh. Mit jubelnden Lippen preise ich dich. Weiter. In nächtlichen Stunden auf meinem Bett gehen meine Gedanken zu dir. Flüsternd sinne ich über dich nach. Denn du bist meine Hilfe gewesen. Ich juble im Schutz deiner Flügel. Ich klammere mich an dich. Und deine rechte Hand hält mich fest.
Das ist der geheime Ort. The secret place. Wunderschön. Auch in meiner Übersetzung. Ich liebe das, aber ich fand das sehr, sehr schön, diese Übersetzung. Also wenn du Psalm 91 jeden Tag liest, morgens und abends vielleicht, bis er wirklich ganz fest in dir gegründet ist und vielleicht einen Vers auswendig lernst jeden Tag. Ich denke wirklich, dass das wichtig ist, dass wir den auswendig können. Mir hat das damals im 2016, als ich mit dem Auge diesen Angriff hatte, es ist schon viel besser, aber ich glaube, bis ganzheitliche Wiederherstellung, also wie wir letzten Sonntag gehört haben, Perfect Vision, 2020 Vision, wie man es im Amerikanischen sagt, ohne Brille, ohne Linsen, 2020 Vision. Okay? Es ist interessant, das 2020. Ihr müsst unbedingt die Botschaft hören. 2020 ist das Jahr 2020. Wir haben über perfekte Sicht auch im Geistlichen gesprochen. Aber damals war ja die Gefahr von den Ärzten, dass das andere Auge eben auch das erwischen könnte. Und damals wurde einfach mir der Psalm, der Schutzpsalm, dort habe ich ihn auswendig gelernt. Nicht gelernt, aber so viele Male gebetet, bis er einfach ist einfach in meinem Herzen. Nacht für Nacht, beim Einschlafen kamen diese Gedanken. Was ist, wenn du blind wirst? Wenn das beim anderen Auge passiert, siehst du nichts mehr. Das kam. War das Gottes Stimme? Nein! Ich begann einfach Psalm 91. Das hat dann alle diese Gedanken übertönt. Ich konnte dann einschlafen. Ich sagte, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, im Schatten des Allmächtigen, der spricht zum Herrn. Du bist meine Zuflucht, du bist meine Burg, du bist mein Gott. Auf dich vertraue ich. Ich fürchte mich nicht und habe ich einfach jeden Abend, weil es wollte immer wieder, kaum war ich alleine, kaum war es dunkel, kam es. Dieser Psalm. Und interessanterweise wusste ich dann erst nachher, wo es eben heißt, denn im Vers 9, denn du sprichst, der Herr ist meine Zuflucht. Den Höchsten hast du zu deiner Schutzwehr gemacht. Es wird dir kein Unglück zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Keine Plage. Erst im Nachhinein lese ich in einem Buch, auch von Joseph Prince, das Wort Plage dort heißt Stroke. Schlag. Verengung von Gefäß. Hey, thank you, Lord. Thank you, Lord. Halleluja. Keine Plage, kein Unglück. Put your foot down. Proclaim it. Proklamiere es. Aber am Anfang muss man manchmal fantasievoll sein. Weiß Jerry Savelle zum Beispiel, der ein Diener Gottes, den wir sehr gut kennen, der sehr eng zusammen mit Bruder Copeland ist. Als er frisch zum Glauben kam, das war vor 50 Jahren oder so, sie sind schon älter, diese Herren, aber die sind voll drauf. Er hat gesagt, so, jetzt will ich wirklich immer wieder das Wort Gottes lesen. Ich will jetzt ernst machen mit dem Wort. Wenn ich erwache, dann lese ich das Wort im Bett. Das hat nicht funktioniert. Jedes Mal schlief er wieder ein. Okay, Herr, zeig mir eine, gib mir eine gute Idee. Was hat er gemacht? Er ging ins Bad, stand auf die Badewanne, so. Ich sagte, so, Devil, du kannst mich nicht mehr hindern, das Wort Gottes zu lesen. Und so las er das Wort. Okay,
da schläfst du nicht mehr ein. So schläfst du nicht. Du musst, der Herr gibt dir schon Fantasie, wenn du willst. Ja, das ist ein mächtiger Diener Gottes, aber der Feind wollte alles verhindern am Anfang. Keine Zeit, okay, schläfst wieder ein. Was mache ich jetzt? Es gibt eine Lösung. Beim Herrn gibt es immer eine Lösung. Amen, Amen. Halleluja. Also schätze diesen geheimen Ort. Das ist der Schlüssel, weil wir sprechen im Psalm 91 über in Christus sein. In Christus, da sitze ich in himmlischen Orten mit ihm. Das ist das. Die Nähe mit Gott, die kann dir niemand nehmen. Die hast du überall. Diese Nähe, wo du in seiner liebenden Gegenwart bist. Er, der dich liebt und beschützt und nur das Beste für dich will. Wertschätze Gnadenbotschaften. Ich weiß, dass du das tust, aber ich habe es jetzt halt einfach hingeschrieben. Höre sie häufig, nimm sie zu Herzen. Jeden Abend wirst du gut einschlafen. Und am Morgen vertrauensvoll erwachen, wie dir seine liebende Fürsorge und Schutz mehr und mehr bewusst sein wird. Dein Leben wird erfüllt sein mit neuer Hoffnung und wachsendem Glauben. Also unter dem Schirm ist einfach diese Nähe. Du bist unter den Flügeln und unter dem Schirm. Das ist eigentlich der Ausgangspunkt von dem Ganzen. Amen. Amen. Lass uns doch aufstehen. Wir machen noch ein kurzes Bekenntnis. Das Bekenntnis ist eigentlich wirklich der Psalm selber. Du kannst ihn genauso, wie er steht, kannst du ihn beten und proklamieren. Man kann auch das persönlich machen, sagen, ich bin unter dem Schutz. Man kann, aber wenn man Jesus sieht in der Wüste, wo er sagt, es steht geschrieben, hat er immer den Vers so zitiert, wie er ist. Also es ist, mach es einfach so, wie es für dich richtig ist. Vater, wir danken jetzt dir herzlich für deinen Schutz. Danke dir herzlich für deinen Schutz, der allumfassend ist, der immer und überall ist. 24/7, also 24/7 heißt 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, immer, immer, überall. Ich danke dir, Vater, für deine Gegenwart. In deiner Gegenwart ist die Fülle der Freuden. Und der Feind kann mich nicht antasten. In Jesu Namen, ich danke dir für den Schutz deines Blutes, immer und überall. Lehre mich, Herr, zeige mir, Herr, dass ich die Prioritäten richtig setze. Ich danke dir, Herr, preise dich, Jesus. Amen. Wenn du Jesus noch nicht kennst, unseren Retter, dann ist es jetzt an der Zeit, dass du diese Entscheidung triffst. Und du möchtest freiwillig natürlich, dass Jesus dein Herr wird. Er hat sein Leben für dich gegeben, er hat dich befreit von Sünde, von Schuld. Und nur durch ihn ist es möglich, dass wir diesen Schutz erleben dürfen, der uns wirklich aufgrund des Blutes Jesu legal gehört. Drum bete einfach mit mir, damit Jesus dein Herr wird. Vater, ich danke dir, komme zu dir jetzt. Und ich danke dir, Herr Jesus Christus, für dein vollbrachtes Werk. Du hast es für mich getan.
möchte es heute persönlich für mich in Anspruch nehmen. Jesus, du hast alle Sünde genommen, getragen, alle Schmerzen, alle Krankheit. Du hast mich befreit und ich danke dir. Sei du mein Herr. Lehre du mich, Jesus. Ich will, dass du mein Herr bist. Und ich danke dir, dass ich auch von jetzt an beschützt und bewahrt bin, weil du mein Herr bist und weil mir Schutz gehört. Amen.